Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und CapTrader. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder als Handelsempfehlung verstehen. Denn Sie müssen am Ende Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, sehr, sehr wichtig. Okay, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Mario, ich übergebe sehr gern den Bildschirm, wünsche viel Spaß und ja, wenn Sie gerne eine Aktie von Mario analysiert bekommen möchten, dann gerne in den Chat schreiben und wenn die Zeit es erlaubt, wird Mario sicherlich darauf eingehen. Also viel Spaß. Ja, dann begrüße ich auch alle recht herzlich zum heutigen großen Marktausblick. Ich hoffe, ihr könnt mein Monitorbild schon sehen. Wir werden dann jetzt gleich starten mit dem großen Marktausblick. Wir werden uns wieder die wichtigsten Termine anschauen, die anstehen. Dann natürlich, wie sieht es mit den großen Indizes aus? Wir haben ja einiges an Bewegungen in den letzten Tagen gehabt. Und dann natürlich auf Einzelwerte gehen. Das heißt, der Nelson hat es ja gerade schon angesprochen. Ihr könnt wie üblich gleich die Kürzel in den Chat schreiben und dann werden wir hier uns natürlich gerne eure Wunschtitel anschauen. Zunächst einmal aber die wichtigsten Termine. Mario? Ja. Wir sehen wahrscheinlich den falschen Desktop. Ah, okay, ja, dann so gut, dass du es sagst. So, jetzt hoffe ich, dass es passt. Genau, jetzt passt. Perfekt. Okay, dann super, dass du das noch kurz angesprochen hast. Super. Dann starten wir einfach erstmal mit den Terminen, die anstehen. Und da haben wir morgen um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex und vor allen Dingen morgen Nachmittag um 15.45 Uhr spricht dann der FED-Vorsitzende Powell, was ja häufig Bewegungen sowohl im Euro-US-Dollar als auch natürlich im S&P bedeutet. Dann am Mittwoch die Beschäftigungsveränderung, den Einkaufsmanagerindex und um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Dann mit Sicherheit der wichtigste Termin für die Eurozone, das ist der Zinsentscheid am Donnerstag um 13.45 Uhr und mindestens genauso wichtig dann im Prinzip um 14.30 Uhr die Pressekonferenz. Und dann zum Freitag dann um 14.30 Uhr nochmal ein Highlight, was die Termine angeht, und zwar die Arbeitslosenquote für den Monat Mai in den USA. Auch hier können wir meistens relativ viel Bewegung erwarten. Was haben wir sonst noch an wichtigen Terminen? Natürlich heute jetzt gerade der große Marktausblick. Dann im Juni haben wir unser Mastermind-Seminar in München und dann eine komplett neue Veranstaltung, die wir anbieten, und zwar ab dem oder am 20. September der Weg zum Top-Investor in Frankfurt. Das ist eine Tagesveranstaltung, die wir in Frankfurt machen. Das kam aus dem Kundenkreis. Wir haben eine Umfrage wieder gemacht, was sich die Kunden wünschen. Das war einfach mal eine Tagesveranstaltung für das Thema Investment. Wer mehr Informationen dazu möchte, findet ihr bei uns auf der Website www.lüdemann-coaching.de. So, das zu den Terminen und dann starten wir, glaube ich, am besten sofort mit dem S&P 500 Index. Wir können hier ganz gut sehen, dass wir die Tiefs hier im Dezember hatten und danach begann eigentlich eine sehr fulminante Rallye. Viele von uns haben mit dieser Rallye auch nicht gerechnet. Ich selber hätte zum Jahreswechsel auch kein Geld darauf gesetzt, dass wir eine solche Rallye sehen. Es ging wirklich sehr, sehr steil bergauf in den letzten Wochen, das Hoch dann hier bei etwa 2960 Punkte. Wenn wir uns das anschauen, vom Tief Mitte Dezember bis zum Hoch hier, roundabout 27% alleine im S&P. Ich kann mich nicht daran entsinnen, wann wir mal eine solch starke Rallye zum Jahresanfang gesehen haben. Es muss schon einige Jahre her sein. Nichtsdestotrotz, seitdem haben wir jetzt in den letzten 4 Wochen, das kann man ganz gut sehen, hier einen neuen Trend etabliert, und zwar einen Abwärtstrend. Das Ganze erkennen wir immer daran, dass wir hier wieder dieses typische 1, 2, 3 Muster haben. Wir sehen hier, dass wir ein neues Tief ausgebildet haben. Der
bestehende Aufwärtstrend. Hier das letzte Tief, was ungefähr bei 2790, 2800 Punkte lag, ist durchbrochen worden. Das heißt, hier gibt es jetzt mehrere Gründe dafür, eher etwas Vorsicht an den Märkten walten zu lassen. Das eine ist, wie gesagt, der Aufwärtstrend ist gebrochen worden. Dann, und darauf bin ich in der letzten Woche schon drauf eingegangen, hier die 200-Tage-Linie, wenn die nicht halten sollte, und das haben wir in der letzten Woche gesehen, dann wird es nochmal spannend, weil dann hat sich hier nämlich auch dieser neue Abwärtstrend durchsetzen können und dann hier eben das Gap heute zur Handelseröffnung nach dem Wochenende, was natürlich zum Teil auch getrieben war. Politische Unsicherheit, Andrea Nahles von der SPD ist zurückgetreten, das alles wirkt sich aus, das haben wir auch heute Morgen in Deutschland gesehen, darauf werde ich aber auch gleich noch eingehen, vor allen Dingen auch auf diesen Spruch, politische Börsen haben kurze Beine. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das anschauen, in den letzten Wochen, wie gesagt, seit Anfang Mai ist es hier bergab gegangen. Also dieser Spruch, sell in May and go away, hat auch dieses Mal wieder funktioniert. Seitdem sind die Märkte hier roundabout 8% gefallen. Es ist also doch schon ein ganzes Stück jetzt nach unten gegangen. Wie geht's jetzt weiter? Das ist natürlich die spannende Frage. Und ich habe heute Mittag, als ich für den Screening-Dienst den Wochenausblick aufbereitet habe, auch schon gesagt, es ist natürlich einmal eine sehr schwierige Marktphase, in der wir uns befinden. Aus meiner Sicht ist es noch zu früh, um zu sagen, nur auf Short zu setzen. Dafür sind mir die Anzeichen noch nicht genug, die wir im Moment sehen, was die Indikationen angeht. Das geht hier nicht um Indikatoren aus einem Chart, sondern verschiedene Indikationen, die wir uns in der Morgenroutine anschauen, sondern es ist eher so, dass ich davon ausgehe, dass wir erst weiterhin neutral uns positionieren wollen. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns den S&P und auch den DAX anschauen, warum das so ist. Wir haben jetzt seit dieser Woche neben dem Marktneutralen ein leichtes Übergewicht auf der Short-Seite zu finden. Das hat sich auch in den letzten Wochen ausgezahlt. So Aktien, die wir in den letzten Wochen auf der Short-Seite gehandelt haben, innerhalb des Screening-Dienstes auch, ob das eine BMW war oder eine Commerzbank oder eine Lufthansa, die wirklich massiv verloren haben in den letzten Wochen, jeweils immer zweistellige Prozentsätze. Da zeigt es, wie wichtig es ist, ein gutes Timing zu haben und eben entsprechend sich auch dann so zu positionieren. Das heißt, was wichtig ist, ist ein Handelsplan. Wann möchte man long handeln? Wann möchte man short handeln? Wann eher marktneutral oder flat? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man diesen Plan hat, dann ist es auch recht einfach, mit diesen Situationen umzugehen, wie wir sie derzeit haben. Markttechnisch gesehen, wie gesagt, hat sich hier ein Trend jetzt gebildet. Technisch gesehen wird das Ganze erst besser, wenn wir hier Richtung 2900 wieder laufen und auch darüber gehen. Das sehe ich erstmal noch nicht. Erste Erleichterungen würden wir sehen, wenn der Markt es schafft, hier tatsächlich über die 2800 zurückzukommen. Das heißt, wenn wir hier sehen, es geht hier über die 2,8, also über das alte Tief hier, dann denke ich, haben wir die Chance, dass der Markt sich weiter erholt. Das ist aber das Szenario, was ich derzeit nicht als das Wahrscheinlichste ansehe. Aus meiner Sicht viel wahrscheinlicher ist tatsächlich, dass wir hier zwar einen Rücklauf sehen, aber dann von dort aus mit großer Wahrscheinlichkeit doch erstmal noch neue Tiefs. Und das ist auch der Grund, warum ich im S&P schon seit 2-3 Wochen immer sage, wir bauen keine neuen Positionen mehr im S&P auf, sondern haben eben mehr Short-Positionen derzeit dazugenommen und werde auch weiterhin in die Stärke hinein Long-Positionen abbauen und Stück für Stück neue Short-Positionen aufsetzen. Wie sieht das Ganze an der Nasdaq aus? Hier sehen wir im Prinzip ein ähnliches Bild. Auch hier ist der Aufwärtstrend, den wir seit dem Mitte Dezember hatten, zwischenzeitlich gebrochen worden. Ich zeichne hier den Trend auch nochmal ein. Hier kann man es wirklich sehr schön sehen. 200-Tage-Linie wurde angegriffen. Dann gab es hier den Retest. Markt zieht hoch. Nochmal der Test des 200er EMA, sondern ging es von hier aus auch wirklich zügig nach oben. Auch hier die Bewegung vom Tief zum Hoch sehr, sehr stark. Über 30% Aufwärtsbewegung. Und
Das ist ja etwas, wo wir mehr oder weniger alle überrascht wurden. Ganz, ganz wenige Trader kenne ich, die wirklich Anfang des Jahres komplett auf Long gestellt haben. Wo wir komplett auf Long waren, ist beispielsweise in unseren Investment-Depots. Weil hier ist es natürlich anders als im Trading. Da schaue ich eben nicht darauf im Investment-Depot, wie sieht die aktuelle Marktlage hier beispielsweise aus, sondern da gibt es ja feste Regeln, wann wir Long in die Märkte gehen. Und dadurch, dass die Winterzeit eben sich anbietet, vor allem den Januar, Februar, März, April, haben wir das hier anders als beispielsweise im Trading, wo wir gerade hier noch in dieser Phase eher marktneutral waren, was aber trotzdem dazu geführt hat, dass wir schöne zweistellige Renditen einfahren konnten, jetzt hier in der Abwärtsbewegung sogar besonders davon profitieren konnten, weil unser Short-Anteil zwar nur 50% war, also marktneutral, aber, und das ist das Wichtige, die Longs haben so gut wie nicht verloren, aber die Shorts haben halt massive Einbrüche gehabt. Ich hatte vorhin schon gesagt, Commerzbank, BMW oder auch die Lufthansa, die haben alle durchschnittlich über 10% verloren in den letzten Tagen. Und das ist natürlich etwas, wovon man natürlich überdurchschnittlich als Trader dann profitieren kann. Auch hier kann man sehr gut sehen, der Aufwärtstrend ist gebrochen. Es hat sich hier auch ein neuer Abwärtstrend etabliert. Markttechnisch nennt man das Ganze dann immer 1, 2, 3. Am Ende des Tages ist es auch gar nicht wichtig, wie man das bezeichnet. Nur wenn man anfängt zu traden, ist es immer ganz schön, der Hochpunkt oder der Tiefpunkt, den man hat, es wird immer als Punkt 1 bezeichnet. Dann das nächste ist dann Punkt 2, Punkt 3. Und dann sehen wir hier Durchbruch, 200-Tage-Linie, wurde hier 1, 2 Tage lang gehalten. Und dann ging es eben am Freitag und am Montag hier durch. Ich habe hier unten schon so einen roten Kasten eingezeichnet. Was soll der bedeuten? Nun ja, das ist die nächste Unterstützung. Die liegt ungefähr bei 6.830 bis 6.940 Punkte. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir hier jetzt eine starke Abwärtsbewegung in einem durchbekommen, sondern als viel wahrscheinlicher sehe ich das Szenario, dass wir von hier aus eher mal eine Korrektur bekommen Richtung 200er EMA und dann von hier aus, dann, wenn der Markt es nicht schafft, sich hier über die 7.300 abzusetzen, dann auch wieder eine Bewegung Richtung Unterstützung sehen. Ob wir dann durchrutschen, das wird dann abzuwarten bleiben, denn dann würde es wirklich spannend werden, weil dann haben wir wirklich sehr viel Druck, den wir erwarten können in den Märkten. Dazu kommt, dass das saisonale Bild sich natürlich dann auch weiter eintrübt. Gerade die Sommerzeit ist ja sehr häufig eben nicht besonders von Aufwärtstrends geprägt, sondern eher von einer neutralen bis eher shortlastigen Seite, die man als Trader dann auch nutzen sollte. Wir machen das ja sowohl im Investment als auch im Trading und alles, was langfristig gut funktioniert, funktioniert natürlich kurzfristig auch. Deswegen hier auf jeden Fall unser Bild neutral bis eher shortlastig. Und das zeigt sich dann auch eben bei der Auswahl unserer Titel im Screening-Dienst, dass wir hier neutral bis leicht short aufgestellt sind. Wie sieht das Ganze im deutschen Markt aus? Auch hier ein ähnliches Bild. Erst der Aufwärtstrend, der hier anhält seit, ja, im Prinzip Weihnachten, dieser Bewegung, die hier gekommen ist, sehr schön zu sehen. Auch hier 200er EMA, sehr spannend gewesen. Und dann hier zum Hoch Richtung 12.500 Punkte. Jetzt zwischenzeitlich 900 Punkte tiefer. Auch hier hat sich in der letzten Woche ein neuer Abwärtstrend etabliert. Auch hier hat der 200er EMA wirklich nur 2 Tage gehalten, sind jetzt hier runtergekommen. Was sehr spannend ist, und das ist etwas, was wir ja auch in den Coachings und Seminaren sehr häufig besprochen haben, was wir heute Morgen gesehen haben, ist dieses typische Gap nach politischen Dingen, die passieren. Ob das Donald Trump war, der in den letzten Wochen immer wieder, was das Thema Handelsstreit anging, hier neuen Zündstoff immer am Wochenende geboten hat, haben wir auch hier gesehen am Freitag Schlusskurs 11.706, heute Morgen dann der Eröffnungskurs roundabout 70, 75 Punkte tiefer. Und was wir dann gesehen haben, ist halt typisch diese Rallye, die wir dann im Nachgang sehen. Ich hoffe, der eine oder andere von euch hat diese auch heute mitnehmen können, dann hier bis an den 200er EMA, das, was ich auch gerade gesagt habe, für den US-Markt, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir einfach diese Gegenbewegung sehen.
als Trader ist es eben spannend. Wir lieben ja diese News, die kommen, diese politischen Dinge, denn der Markt reagiert da häufig sehr empfindlich, weil gerade natürlich Privatanleger häufig mit Sell reagieren auf solche Dinge. Das heißt, sie verkaufen bestehende Positionen häufig panikartig und das führt dann eben dazu, dass dann im Anschluss sofort dann eine Rallye beginnen kann. Das sind Dinge, die wir immer regelmäßig ja auch besprechen und deswegen hoffe ich, dass auch viele von euch die Chance genutzt haben, heute Morgen eher die Long-Seite zu wählen, als sich davon anstecken zu lassen, von der Angst, dass es hier jetzt weiter bergab geht. Denn vieles war schon eingepreist. In der ganzen letzten Woche war diese Unruhe, diese Angst ja schon da. Und was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, war halt nur noch der Vollzug. Das heißt, es ist jetzt klar für die Börsen, in welche Richtung es jetzt auch politisch gehen wird in den nächsten Wochen. Und von daher, sobald diese Unsicherheit rausgeht, wie gesagt, dieser Spruch, politische Börsen haben kurze Beine, das haben wir in den letzten Wochen, Monaten, ja im Prinzip schon seit Jahren immer wieder. Innerhalb von 48 Stunden ist im Regelfall alles wieder vergessen. Das heißt, auch hier sehen wir, das Gap wurde hier im Laufe des Tages sehr, sehr schnell geschlossen. Mit Eröffnen der US-Märkte war das Thema dann erst einmal ausgestanden. Das heißt aber nicht, dass es von hier aus jetzt sofort wieder nach oben geht, weil dieser Abwärtstrend ist jetzt einfach einmal da. Das heißt hier, der Aufwärtstrend ist gebrochen, der neue Abwärtstrend ist für viele sichtbar. Das heißt, viele werden sich jetzt sehr, sehr schwer tun, hier neue Short-Positionen hier unten aufzumachen nach der Rallye heute. Aber eben auch für Longs, die mittel- und langfristig sind, sehe ich derzeit eben sehr, sehr wenig Marktteilnehmer, die sich darauf einlassen wollen. Denn wenn erstmal ein Abwärtstrend im Markt ist, der Markt auch sich unterhalb des 200er EMAs befindet, sind halt viele Investoren erst einmal zurückhaltend. Das macht für uns die Sache natürlich besonders spannend, denn in Abwärtsmärkten lässt sich natürlich viel, viel einfacher Geld verdienen als in Longmärkten. Auch dazu habe ich ja schon viele Videos gemacht und auch viel in unseren Coachings und Seminaren darüber gesprochen, warum die Shortseite so spannend ist. Das ist ja auch etwas, wie gesagt, was wir uns in den letzten Wochen häufig angeschaut haben. Wenn ich beispielsweise mal so eine Aktie nehme, von der ich beispielsweise vorhin auch gesprochen habe, wie die Lufthansa beispielsweise, da kann man dann halt wirklich sehr schön sehen, wie massiv hier diese Abwärtsbewegung von 22 bis 17 heruntergegangen ist oder die Commerzbank-Aktie, die wir auch schon seit einiger Zeit immer wieder bei uns in der Watchlist haben. Man sieht hier bei 7,90 Euro das erste Mal auf die Watchliste genommen und jetzt sind wir hier bei 6,20. Das ist natürlich eine starke Abwärtsbewegung. Hier konnte man wirklich sehr schöne Trades nach unten mitnehmen und das ist eben das Spannende. Bergab geht es halt viel, viel schneller als bergauf und wenn ihr das immer mitnehmen für euren Handel, dass es eben in Abwärtstrenden das Geld viel, viel schneller zu euch kommt als in Aufwärtstrends, dann ist es eigentlich klar, warum es so wichtig ist und so spannend ist, eben genau diese Short-Seite zu handeln. Wie sieht es im MDAX aus? Und das ist auch das, was wir schon im Aufwärtstrend gesehen haben. Der MDAX ist wesentlich stärker in den letzten Wochen und Monaten gewesen als der DAX. Wir sehen auch hier, dass der MDAX natürlich zurückgekommen ist. Wir sehen auch, dass der MDAX hier einen Abwärtstrend etabliert hat. Aber anders als beim DAX befinden wir uns aktuell schon wieder oberhalb des 200er EMAs. Das heißt, wenn wir hier einen Schlusskurs auf diesem Niveau bekommen, wäre das natürlich super spannend. Das ist auch der Grund, warum wir im MDAX beispielsweise nicht auf Short-Titel derzeit setzen, sondern immer noch einzeln Stock-Picking eher auf der Long-Seite aktiv sind. Aber wie gesagt, Short-Werte im DAX machen einfach Sinn, immer wieder hier Ausschau zu halten, sich marktneutral zu positionieren. Das zu den großen Indizes, dann natürlich die Nachfrage, die immer kommt. Wie sieht es mit dem Euro-US-Dollar aus? Den habe ich auch schon vorbereitet für euch. Wir haben ja im Euro-US-Dollar, ich möchte mal auf dieses Bild hier dazu holen, über ein ganzes Jahr eher so eine Seitwärtsphase gehabt. Innerhalb dieser großen Seitwärtsphase gab es zwei sehr enge Bereiche, Schiebezonen, hier auf der Unterseite bei 1,13, auf der Oberseite bei 1,1850. Da hat sich der Markt etwa ein halbes Jahr aufgehalten. Dann seit November
bis in den April, also nochmal wieder 6 Monate, dann hier auf dem Niveau 1,12 bis 1,16. Und jetzt sehen wir auch, dass der Markt nicht massiv nach unten geht, sondern hier Stück für Stück zwar die 1,12 verlassen hat, jetzt wieder langsam zurückkommt, aber dass hier sich so ein Trend nach unten entwickelt. Und das ist eigentlich das, was spannend ist. Wir sehen hier diese Tiefs hier ungefähr bei 1,11,20. Wir sehen aber auch gleichzeitig hier die fallenden Hochpunkte. Und regelkonform ist es eigentlich so, also wer Bulkowski gelesen hat, der hat ja sehr viele Auswertungen zu den verschiedenen Märkten gemacht, vor allen Dingen zu den Chartbildern. Regelkonform wäre es eigentlich, dass der Markt hier aufgrund der fallenden Hochpunkte, dass der Markt nach unten weggedrückt wird. Das heißt, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir die 1,11 nach unten verlassen und dann auch sehr schnell, glaube ich, nochmal 1 bis 2 Etagen tiefer gehen. Nichtsdestotrotz, und das ist eben das, was derzeit auffällt, diese Aufwärtsbewegung, gerade auch in den letzten 2 Tagen, ist eben begleitet worden doch von 2 sehr schönen aufwärtsgerichteten Longkerzen. Das heißt, sollte der Markt hier nach oben ausbrechen, und das ist eben sehr spannend, weil das ist ein Szenario, mit dem die meisten Marktteilnehmer derzeit nicht rechnen, dann kann es hier wirklich zu einer sehr schnellen Rallye erstmal Richtung 1,13, 1,13,20 kommen und dann auch im nächsten Schritt Richtung 1,14,30. Wie gesagt, das wahrscheinlichste Szenario ist eher, dass es nach unten wegbricht. Aber wenn es hier nach oben wegläuft, dann sehe ich hier wesentlich größere Kurschancen für uns auf der Long-Seite als auch als auf der Short-Seite. Weil wir sehen hier einfach, dass hier Short die Luft doch sehr dünn geworden ist. Weil wir sehen hier die ersten 6 Monate die Tiefs bei 1,13, dann hier ungefähr bei 1,12, 1,11. Das heißt, es ist hier nicht wirklich massiv nach unten gegangen, sondern immer nur so leckerweise. Es kann also sehr gut sein, dass das Ende dieser langen Abwärtsbewegung im Euro-US-Dollar ist. Derzeit zeigt noch nichts darauf oder weist noch nichts darauf hin, dass das kommen wird. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Das wahrscheinlichste Szenario ist technisch gesehen nach unten. Mich würde es aber nicht wundern, wenn wir hier den Ausbruch bekommen, dass es dann hier sehr dynamisch auf die Long-Seite geht. Was bedeutet das für mich als Trader? Sollte das Szenario nach oben laufen, dann ist es eins, was ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte, weil die Wahrscheinlichkeit einfach groß ist, dass hier viele Akteure auf der falschen Seite unterwegs sind. Und dann möchte ich sehr gerne natürlich bei dieser Rallye auch mit dabei sein. Dann noch ein Blick auf Gold, weil wir auch da sehr viele Anfragen auch in den letzten 2, 3 Tagen nochmal bekommen haben. Wir haben ja innerhalb unseres Investments hier sehr schön die Aufwärtsbewegung mitnehmen können, sind dann ausgestiegen aus Gold. Danach ist dann ja auch dieser Abwärtstrend gekommen, den wir hier gesehen haben. Jetzt allerdings sehen wir hier, dass wir hier diese Abwärtsbewegung, das ist hier ein entsprechender ETN auf Gold, weil die meisten natürlich Gold nicht als physisches Gold handeln, habe ich extra mal ein ETN rausgesucht. Jetzt haben wir aber hier eine schöne Aufwärtsbewegung bekommen und die Wahrscheinlichkeit ist schon recht groß, dass wir tatsächlich Richtung alter Hochs im Februar laufen. Also von daher für mich noch zu früh jetzt für den Einstieg, aber sollten tatsächlich die Märkte weiter schwächeln, macht es auf jeden Fall Sinn, hier Gold weiter im Auge zu behalten. So, das ist der Blick auf die Märkte. Ich werde jetzt mal schauen, was an Fragen hereingekommen ist. Und wie gesagt, wenn ihr Einzelwerte habt, die euch interessieren, einfach die Kürzel kurz posten oder wenn ihr Fragen sonst habt, dann auch gerne in den Chat schreiben. So, dann gehen wir mal hier in den Tageschart. Das Kürzel XAU wurde angefragt. Hier sehr schön zu sehen. Die Aktie hat hier auch im Prinzip seit ja Weihnachten etwa eine schöne Rallye gehabt. Wir sind ja kurzzeitig unterm 200er EMA gewesen. Dann ist hier ein schöner, sauberer Trend nach oben entstanden. Hier nochmal so kurze Korrekturen und dann ging es hier doch sehr stark nach oben, immer sehr kurze Korrekturen
Und von hier aus haben wir dann eine sehr große Korrektur gehabt. Also nachdem wir bei der 595 in etwa waren, kann man ganz gut sehen, das war hier so Mitte März, zog sich das Ganze wirklich über 6, 8 Wochen, bevor dann hier ein neues Hoch erreicht wurde. Diese Phasen, die wir hier sehen, diese langen Korrekturen, sind einfach nicht besonders schön. Vor allen Dingen dann nicht, wenn wir dieses uneinheitliche Bild sehen. Also technisch gesehen ist es immer schön, wenn ein Trend hier so nach unten läuft, so wie es bis hier war. Aber was wir dann sehen, ist eben, es gibt dann plötzlich ein höheres Hoch und dann anschließend wiederum ein tieferes Tief. Das heißt, man sieht so eine Formation, die nicht so wirklich schön ist als Trader. Das ist das umgedrehte Dreieck. Dann sind wir zwar hier ausgebrochen, sind aber auch sehr schnell zurückgekommen. Das heißt, wenn man drin ist in der Position, klar hat man ja hier unten einen fixierten Stop, der knapp überhalb von 570 liegt. Das sind so gut 2,5% vom aktuellen Kurs entfernt. Den würde ich auch da liegen lassen, wenn ich die Position hätte. Ich würde aber derzeit keine neue Position hier eingehen. Warum nicht? Nun ja, das liegt einfach daran, dass mir dieses Muster, was wir hier gesehen haben, dass es hier auf der einen Seite steigende Hochs, auf der anderen Seite fallende Tiefs gibt, nicht wirklich gefallen. Also von daher finde ich es immer schöner, wenn wir eben hier Konstellationen haben, wie wir das hier gesehen haben. Kontinuierlich steigende Tiefpunkte und kontinuierlich steigende Hochpunkte. Und das Besondere hier, die Korrekturen waren im Prinzip immer sehr schön, sehr klein. Das war immer sehr angenehm zu handeln hier. Und dann hört aber hier das Ganze, ich sag mal so Mitte März auf. Und seitdem ist das Muster nicht mehr ganz so sauber. Der Trend ist noch in Ordnung, ganz außer Frage. Wie gesagt, ich würde den Stop hier einfach unter die Tiefs setzen. Und wenn der Markt hier drunter fällt, nun ja, je nachdem, wann man eingestiegen ist, hat man ja einen schönen Gewinn eingefahren. Dann haben wir Frage zu, Moment, kannst du bitte mal SAP im 5-Jahres-Chart anschauen? Klar. Ja, wahrscheinlich meintest du eher die deutsche SAP, ne? So. So, SAP. Hier sehen wir, dass die SAP natürlich einen extrem starken Anstieg gehabt hat, vor allen Dingen dann zum Abschluss hier nochmal dieses Gap. Ideal ist natürlich, wenn man schon in der Aktie drinne war, also schon sehr frühzeitig, nachdem die Aktie hier diese Aufwärtsbewegung gemacht hat. Ich glaube allerdings, dass viele Trader dieses Gap gar nicht mitbekommen haben, zumindest nicht die, die markttechnisch handeln. Warum? Natürlich, wenn wir jetzt hier in der Situation sind, dann kann man natürlich sagen, naja, ist ja ein super Trend, der hier nach oben gelaufen ist. Bis dahin ist auch alles gut. Wir haben hier die Hochs bei 130,16, hier das Hoch bei 130,11. Das heißt, wir haben hier noch kein neues Hoch gesehen. Die Stops sind allerdings relativ weit weg, aber warum ich sage, ich glaube nicht, dass die meisten hier dieses Gap mitgenommen haben, zumindest nicht die, die markttechnisch traden. Es liegt einfach daran, dass wenn wir uns diesen Trend hier anschauen, das ist ja den, den man meistens handelt, den etwas nicht so großen Trend. So, dann war bis hierhin der Trend natürlich vollkommen intakt. Man ist aber dann hier unten herausgeflogen. Ne? Also hier kann man es ganz gut sehen, hier gab es dieses Gap und dann hier am 9. April ist man halt rausgeflogen und dann ist die Aktie erst nach oben gelaufen. Das heißt, sehr, sehr ärgerlich für die diesen Trend eigentlich schon erkannt haben, die vielleicht auch darauf spekuliert haben, dass das hier passiert. Nur glaube ich, dass viele einfach gar nicht mit dabei waren. Wenn man jetzt hier oben eingestiegen ist, dann ist das natürlich immer eine sehr schwierige Situation, wenn man ohne Stops arbeitet, weil oder hier mit diesem Katastrophenstop bei 110, weil was wir hier sehen, ist natürlich, die Aktie befindet sich hier in einer Range. Das heißt, wir haben hier auf der Oberseite ungefähr bei 130, auf der unteren Seite ungefähr 122,50. Solange wir da drinnen bleiben, in dieser Range ist auch alles in Ordnung. Das ist häufig ein Sprungbrett nach oben. Wenn man sich das Ganze technisch anschaut, ich hatte vorhin schon mal Bulkowski zitiert, also ist ein sehr spannendes Buch, die Enzyklopädie der Chartmuster, weil da es wird genau erklärt, mit welchen Wahrscheinlichkeiten solche Muster
aufgelöst werden. Das sind alles Dinge, die man aus meiner Sicht als Trader auch wissen sollte. Natürlich ist das Buch schon einige Jahre alt. Da haben sich die Prozentsätze vielleicht auch marginal zwischenzeitlich verändert. Nichtsdestotrotz beobachten wir immer wieder, auch bei uns im Handelsbüro, dass diese seitwärts Ranges, sogenannte Schiebezonen, dann im Regelfall trendkonform auch aufgelöst werden. Und dann gibt es eben meistens nochmal eine richtig schöne, starke Bewegung hinten raus. Kannst du mir bitte mal den 5-Jahres-Chart anschauen? Der 5-Jahre ist natürlich, haben wir gar nicht. Ich habe hier den Monatschart. Da können wir natürlich hier uns das langfristig anschauen. Vielleicht meintest du das auch, dass wir uns die letzten 5 oder 10 Jahre anschauen. Dann ist SAP natürlich ein ganz klarer Trend. David, also hier sieht man einfach, wenn man wirklich Zeit hat und sagt, boah, das kann ich hier durchhalten, dann hat man ja auch hier, was den Trend angeht, hier irgendwo bei 90 vielleicht den Stop setzen, dann ist das Ganze natürlich auch sehr entspannt. So, dann haben wir KL. Dann hoffe ich mal wieder in den Tageschart zurückkehren. So, auch hier ist eine sehr lange Korrektur, die wir hier sehen. Wir haben hier die Hochs im Februar gehabt. Der Markt ist hier sehr, sehr lange seitwärts gelaufen. Das ist immer etwas, was man beispielsweise nicht als Wert bei mir im Screening-Dienst findet. Es liegt einfach daran, dass mir die Korrektur immer zu lange ist. Man sieht das hier auch ganz gut, die Aktie hat nach dem langen Aufwärtstrend hier dann so einen typischen Abwärtstrend, erst einmal so Korrekturtrend etabliert. Was wir dann jetzt sehen, ist, dass hier wieder ein neuer Trend auch gekommen ist. Das heißt, es ist hier auch zum Trendbruch dieser Abwärtsbewegung gekommen und dann mit dem heutigen Tag dann die Aufwärtsbewegung. Das heißt, sehr, sehr spannend jetzt. Der Wert, ob er eben die Hochs hier herausnehmen kann bei knapp 37. Wenn das der Fall ist, wäre das zum Beispiel auch ein Titel, den ich sehr, sehr gerne dann bei mir auf die Watchlist legen würde. Einfach daraus, weil die Aktie einfach gegen den Trend sehr, sehr stark dann gelaufen ist in den letzten Tagen. Wir erinnern uns, die großen Indizes bewegen sich eher unterm 200er EMA, die Aktie darüber und kommt mit sehr viel Dynamik jetzt nach oben. Das heißt, der Trend ist in Ordnung und die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass es hier auch weiter nach oben geht. So, René fragt, gibt es Hinweise auf den Turnaround Dienstag? Also es ist ja immer so, dass tatsächlich in Abwärtsmarktphasen, ich gehe ja nochmal kurz auf die Indizes, weil die Frage gerade danach kam, Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es morgen steigende Kurse gibt. Häufig ist es ja tatsächlich so, wenn wir sehen, dass der Montag sogar noch einen Abwärtsgap hatte, dass natürlich viele Marktteilnehmer auf der falschen Seite häufig dann unterwegs sind und dass es dann dienstags häufig zu dieser technischen Gegenreaktion kommt. Derzeit sieht man noch keine Anzeichen dafür. Das heißt, wir haben hier noch keine neue Aufwärtsbewegung im Markt drin. Das kann man hier sehr gut sehen. Auch wenn man jetzt in den Stundenchart beispielsweise geht, sehen wir noch keinen neuen Trend, der hier klar nach oben zeigt. Der Markt hat hier versucht hochzukommen, aber es ist hier noch nichts passiert bisher. Das heißt, also ich würde hier abwarten, was in den nächsten Stunden hier passiert und dann morgen früh Thema Morgenroutine schauen, welche Indikationen wir morgen früh sehen. Ich denke, das wird dann der spannende Teil werden, wenn wir dann sehen, wie haben heute die Anleger reagiert, wie ist das Put-Call-Ratio und sonstige Indikationen, die wir täglich berücksichtigen. Alle die, die schon das Mastermind-Seminar bei uns gemacht haben, wissen das. Es gibt viele verschiedene Indikationen, auf die man achten kann und dann kann man sehr genau feststellen, ob wir diesen Turnaround-Dienstag bekommen oder überhaupt Wendemarken. Wie gesagt, derzeit sieht es noch nicht danach aus, aber das heißt ja nicht, dass es nicht in 3 Stunden wieder komplett anders aussieht. Und wie gesagt, morgen früh bin ich sehr gespannt, was unsere Morgenroutine sagt. Und sollte das Zeichen dann kommen, werde ich einen kurzfristigen Trade dann auch auf der Long-Seite machen. Denn das ist immer das Wichtige. Wir reden hier dann nicht von grundsätzlichen Trendwenden, sondern immer für einen Trade, der häufig auf 2 bis 4 Tage ausgelegt ist. Ich hoffe, ich habe damit... Ja?
Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, weil ich zu früh dran. Aber ich wollte nur kurz sagen, wir können eigentlich gerade, bevor du die weiteren Fragen bearbeitest, live miterleben, wie Nasdaq minus 10% macht vom Allzeithoch und Facebook, Amazon und Alphabet gerade richtig abverkauft werden. Okay, Es kamen dann gerade Nachrichten bezüglich Kartellverfahren und neue Regularien und ja, da hat man jetzt ein bisschen große Sorgen, dass sie strengere Vorschriften jetzt haben werden. Also bei Facebook hast du gesagt, ja, Facebook war auch vorher schon zu sehen, dass die sehr stark unter Druck waren. So, hier kann man es auch sehen, Gap und jetzt auch hier starker Abverkauf. Was war es noch gewesen? Google, sagtest du, oder? Genau, Alphabet und Amazon gerade Ja. so Also, exemplarisch. ja, genau. Das sind diese typischen Fangaktien, die davon dann wahrscheinlich jetzt wieder betroffen sind. Facebook, Amazon, Netflix. Also das sind natürlich dann wirklich die, die auch den Markt dann nach unten wegziehen. Das heißt, wichtig ist wirklich darauf zu achten, wenn ihr handelt, dass ihr eben bei solchen Aktien halt darauf achtet, nicht noch long zu sein, wenn der Aufwärtstrend gebrochen ist. Ich greife das jetzt einfach mal auf, was Nelson gesagt hat. Also wir haben hier ja einen sehr schönen Aufwärtstrend beispielsweise gehabt. Und die Frage kommt ja auch eigentlich immer wieder, wenn wir solche Bewegungen haben, wann sollte man aufhören, auf der Long-Seite zu handeln? Und das ist immer so, wenn im Prinzip der letzte Trend, also den letzten Trend, den man gehabt hat, wenn dieser gebrochen wird. So, und das sieht man hier, dass hier, was wir hier gesehen haben, ist so dieses typische, diese Abwärtsbewegung. Dann sehen wir hier, dass das angegriffen wurde, heute das Gap gekommen ist, der Markt dann nach unten wegrauscht. Das heißt also, hier sollte am Ende des Tages eigentlich kein Trader mehr long sein. Wir sehen hier auch ein Bild, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Und das ist auch etwas, was euch aus meiner Sicht eben sehr, sehr wichtig ist. Deswegen ist es auch einer der Schwerpunkte immer bei uns in den Ausbildungen, hier diese fallenden Hochpunkte, gleichzeitig hier dieser Boden, der hier bei 178, 179 liegt. Ich hatte das vorhin auch schon bei einer anderen, beim Euro-US-Dollar angezeigt. Dann sehen wir hier diese Bewegung. Hier ist es trendkonform nach unten aufgelöst und dann kommt halt dieser extreme Druck hier in den Markt hinein. Und dann kommt natürlich, wenn so eine Nachricht dann auch noch kommt, dann geht es natürlich hier auch schnell bergab. Und das ist eigentlich das, was natürlich für die Trader besonders spannend ist, dann, wenn solche Situationen kommen, wenn dann diese Abverkäufe dann auch wirklich sehr, sehr schnell greifen. Wir können auch hier nochmal weiterschauen. Facebook haben wir gerade gesehen. Dann hatten wir Alphabet. Auch hier im Prinzip dasselbe. Also hier darf eigentlich keiner normalerweise drinne sein in einer solchen Aktie. Ich erkläre auch noch mal, warum auch hier im Prinzip dasselbe Spiel. Wir haben hier einen Aufwärtstrend gehabt, der hier sehr schön nach oben gelaufen ist. Und irgendwann hört natürlich so ein solcher Trend mal auf. Und wir haben das hier gesehen, es ging hier nach oben, dann gibt es plötzlich das Gap. Dann kommt es hier zu einem Trendbruch. So, und wer dann am Ende des Tages noch long im Markt ist, der hat zumindest diese technischen Voraussetzungen noch nicht im Prinzip in sich aufgenommen, dass es dann einfach keinen Sinn mehr macht, auf der Long-Seite zu spielen. Eher umgekehrt, wenn man nämlich sieht, okay, das ist das, was wir ja auch vorhin bei den Indizes besprochen haben, der Markt kommt runter, läuft unter an den 200er EMA und jetzt sehen wir diese typische Abwärtsbewegung. Das heißt, Trendbruch, neuer Trend nach unten, wir sind unterm 200er EMA. Alles spricht dafür, dass es eben eher weiter bergab geht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, einfach darauf zu schauen und auch nochmal danke, Nelson, dass du darauf hingewiesen hast, auf die Aktien, weil das ist einfach wichtig im Handel. Das heißt, ein bestimmtes Wissen zum Handel ist einfach erforderlich, um hier langfristig profitabel zu sein. Das, was wir eben von Januar bis Ende April gesehen haben, diese typische Long-Phase, die haben wir ja auch hier beispielsweise bei Google gesehen, wenn wir uns das anschauen, hier Aufwärtsbewegung, roundabout 30%. Facebook, die gleiche Sache, ne? Aufwärtsbewegung hier 60%. Das ist alles total super. Und in dieser Zeit ist es auch relativ einfach, das Geld zu verdienen. Man kann es auch in dieser Phase hier, wie gesagt, sehr einfach verdienen, wenn man einfach auf die Aktien achtet, die diese Aufwärtstrends gebrochen haben. Ich habe ja
vorhin schon diese Aktien auch schon genannt, die wir bei uns beispielsweise eben auf der Short-Seite die letzten Wochen immer wieder gehandelt haben und damit überall mehr als zweistellige Renditen haben einfahren können. Achtet auf solche Dinge. Das macht euch das Leben einfacher, weil ihr könnt auf beiden Seiten leicht Geld verdienen. Auf der Long-Seite, wenn der Markt sowieso nach oben läuft, da verdient auch fast jeder. Auf der anderen Seite, auf der Short-Seite, muss man einfach sehr schnell sein. Genau darauf achten, wann sind die Trends gebrochen, wann entwickeln sich neue Trends nach unten und wenn dann noch Nachrichten dazu kommen, wie jetzt beispielsweise bei Facebook oder Google, naja, dann gibt es natürlich fast alle Marktteilnehmer, die dann nur noch eins wollen, erstmal raus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir von hier aus nochmal weiter. Macht es Sinn, bei unruhigen Märkten mit Gewinnmitnahmen zu arbeiten, statt sich ausstoppen zu lassen? Ja, kann man auf jeden Fall machen. Gute Frage, Sandy, weil es gibt ja immer verschiedene Herangehensweisen. Normalerweise bin ich ein großer Freund davon, im Tageschart oder im Stundenchart die Bewegung einfach so lange laufen zu lassen, wie es geht. Die Stops in unruhigen Marktphasen dichter heranzuziehen. Aber es macht auch durchaus Sinn, Gewinnmitnahmen zu machen. Man kann ja auch hingehen, beispielsweise die Hälfte der Position verkaufen, gerade wenn man gut vorne ist und die andere Hälfte lässt man einfach mit Stop sitzen. Es gibt da keine wirklich feste Regel, wie man es am besten macht. Also immer, wenn ich sehe, dass das Marktumfeld komplett kippt, dann würde ich natürlich immer eher von der Long-Seite weggehen, Gewinnmitnahmen oder ganz, ganz enge Stops. Wenn wir in so einer marktneutralen Phase sind wie derzeit, dann mache ich es meistens eher so, dass ich mich ausstoppen lasse. Es sei denn, der Stopp ist wirklich ellenweit weg. Also wir haben manchmal auch Aktien, wo der Stopp 10% weg liegt im Tageschart. Dann verkaufe ich einfach die Hälfte oder zwei Drittel der Position, wenn wir in so einem marktneutralen Umfeld sind wie derzeit. Im Daytrading, aber das weißt du ja auch, du hast ja auch schon viele Videos und Ausbildungen auch schon von mir gesehen. Da agiere ich ja sehr viel mit Gewinnmitnahmen, wie gesagt, im Tages- und Stundenchart eigentlich nur in so Marktumfeldern wie jetzt oder wenn es sehr, sehr schnell nach unten geht. War der Nasdaq schon dran, fragt Elena. Ja, Nasdaq war schon dran gewesen. Ganz am Anfang, wenn du die Aufzeichnung dir anschaust, kannst du das nochmal sehen. Ich denke, die Aufzeichnung wird auch morgen wahrscheinlich dann wieder zur Verfügung stehen. Okay, was haben wir noch? IBM, Nike, Boeing und Wirecard. Auch da ist ja einiges passiert in den letzten Tagen. Gerade bei Wirecard gab es jetzt auch wieder viele positive Kommentare in den letzten Tagen und schauen wir uns an, was hier passiert ist. Wir haben ja hier erst einmal nachdem die Aktie es geschafft hat, in den DAX hineinzukommen, das gesehen, was wir sehr häufig sehen, nämlich, dass sobald eine Aktie in den Index hineinkommt, erstmal ein Abverkauf kommt. Ist eigentlich für viele total unverständlich, weil man ja sagt, na, jetzt ist ja doch im DAX drin, jetzt müssen doch die Fonds hier kaufen. Im Regelfall passiert das Ganze allerdings schon häufig im Vorfeld, wenn wir uns anschauen. Hier gab es eine richtig starke Rallye bei Wirecard von 90 hoch 100% in einem Jahr. Dann hier diese Abwärtsbewegung, die auch nicht ungewöhnlich ist, aber trotzdem in der Prozent, wenn man sich das prozentual anschaut, dann doch recht viel, 40%. Dann erholte sich das Ganze und dann eben die vielen negativen Nachrichten, die in den Markt hineingekommen sind. Jetzt zwischenzeitlich, und jetzt darauf zielt es ja auch ab, wie sieht es derzeit aus? Also man kann es sehr einfach beschreiben, wir haben hier zwischenzeitlich einen Aufwärtstrend. Wir befinden uns auch wieder oberhalb des 200er EMAs. Das heißt, hier sieht es einfach wieder viel, viel besser aus in Wirecard. Dann hier in der letzten Woche wieder von der 160 Richtung 135 wieder nach unten. Dann heute mit dem Gap aufgemacht, zum Schlusskurs, Gap geschlossen. Also ich bleibe dabei. Die Aktie ist angeschlagen, aber hat gute Chancen, sich auch wieder zu etablieren. Man sieht ja auch der 200-Tage-Linie hier roundabout bei 130, hat jetzt so viel gehalten von allen Seiten. Hier von der Oberseite, hier von der Unterseite, hier auch nochmal, jetzt hier auch nochmal. Das heißt, hier scheint es doch einiges an Käufern zu geben in diesem Bereich. Das heißt, es ist nicht immer genau auf die 130, sondern natürlich hier in diesem Bereich.
Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass die Aktie, wenn der Markt tatsächlich besonders schwach werden sollte, dass es dann hier natürlich auch nochmal eine Etage tiefer gehen kann, wie wahrscheinlich bei vielen Werten. Aber die Chancen sind halt groß, dass dieser Aufwärtstrend, solange er noch steht, hier auch erstmal anhält. So. IBM, hier sieht man eigentlich ganz schön, dass wir uns schon in diesem Abwärtstrend befinden. Wir machen hier im Prinzip dasselbe wie derzeit der Nasdaq-Index. Das heißt, wir sind hier auf dem Weg nach unten. Die Aktie ist auch schwächer als der Index selber. Das kann man ganz gut sehen, weil der Index selber eben knapp unterhalb des 200er EMAs ist. Also das haben wir hier alle schon hinter uns. Das heißt, das ist so ein typischer Wert, der jetzt eher auf die Short-Seite gewechselt hat. Das wird auch unterstrichen im Prinzip von der Branchenrotation. Auch da ist die Technologie derzeit der größte Verlierer im letzten Monat gewesen. Und das sehen wir eben auch hier in der Aktie, dass die IBM-Aktie hier auch recht schwach war. Wie gesagt, Technologietitel waren in dem letzten Monat mit minus 10% oder 11% auch die schwächste Branche gewesen. Und das zeichnet sich dann natürlich auch hier in solchen Aktien eben entsprechend ab. So. So, auch hier ist das Bild nicht mehr positiv bei Nike aus meiner Sicht. Wir haben hier im Prinzip eine ähnliche Rallye gesehen, wie eben in vielen Werten hier von Weihnachten an hier nach oben gelaufen. Aber dieser Aufwärtstrend ist halt auch hier gebrochen. Ich zeichne jetzt einfach nur mal ganz grob den großen Trend hier ein, also hier auf das Hoch hinaus. Und wenn wir uns das hier anschauen, hier die Tiefs ungefähr bei etwa 81 sind hier in der letzten Woche hier mit so einem kleinen Gap dann auch durchbrochen worden. Das liegt auch häufig daran eben, dass hier dann natürlich die Stops liegen und da kommt das hier dann häufig zu so einem Gap, was jetzt auch nicht riesig ist, ist ja nicht mal 1%. Aber nichtsdestotrotz, dieser Aufwärtstrend ist nicht mehr da und wir sehen halt, dass sich hier jetzt auch ein neuer Trend bildet. Wir sehen hier ganz schön, dass der Markt hier auch nach unten gelaufen ist. Das heißt, ich persönlich wäre wahrscheinlich nicht mehr in der Aktie drinne, würde hier auch keine Long-Position derzeit suchen. Ob man die Aktie jetzt short handeln möchte, muss jeder immer für sich selber sehen. Mir ist die Abwärtsbewegung nicht dynamisch genug, also ich hätte hier gerne noch mehr Abwärtsbewegung. Man kann die aber auf jeden Fall auch sich ansehen, auf die Watchlist setzen, aber wie gesagt, auf keinen Fall long, also eher neutral bis eventuell short. Okay. So, Boeing. Auch hier sehr spannend. Ich mache mal die Zeichnung raus, die wir hatten. Man sieht hier dieses Gap, was hier entstanden ist. Das sieht jetzt gar nicht so groß aus, aber in Wirklichkeit ist das Gap halt doch riesengroß gewesen, weil die Aktie hat halt hier oben bei gut 420 geschlossen und hat hier unten 12% tiefer aufgemacht. Das heißt, negative Nachrichten, dann ist hier im Prinzip das passiert, was hier eben sehr häufig passiert. Es ist hier ein neuer Abwärtstrend entstanden in der Aktie und da drin befindet sich die Aktie auch. Das heißt, hier 200er EMA, ich sage mal, das ist so ähnlich wie selbsterfüllende Prophezeiung. Viele reden vom 200er EMA und was wir hier halt sehen, ist hier halt der Anlauf auf den 200er EMA halt von der Unterseite, hier von der Oberseite. Kann man das Ganze fürs Trading nutzen? Ja, sollte man auch, ganz klar. Aber jetzt hier im Prinzip gleiche Aussage wie bei IBM. Für mich kein Long, auf gar keinen Fall. Ist es eine Short-Aktie?
Muss man schauen. Also ich selber, sie erfüllt alle Kriterien, um markttechnisch hier Short zu handeln, wäre aber keiner meiner Favoriten. So würde ich es mal ausdrücken wollen. Mario, hast du für SAP auch einen US-Chart? Ich glaube, das war das, was ich vorhin zuerst auf hatte. Ja, habe ich hier auch. Das ist hier von der NYSE. Also das ist der Chart eben für die USA. Das nicht das fragt Mike. Genau. Und könntest du den MDAX-Wert Wacker nochmal anschauen, ob wir da eine Bodenbildung haben? Klar, kann ich auch schauen. WCH, glaube ich, oder? Ja, oder WAC, ne? Ja, okay. Ja, genau. Wenn es denn der, also bei mir scheint irgendwie im Moment ein Problem zu sein. Immer wenn ich es eingebe, kommt es nicht sofort. Ist das diese gewesen, diese Wacker? Nee, okay. Die ist wahrscheinlich nicht, ne? Was hast du für ein Kürzel? W? WCH. WCH. Wacker Chemie. Ja, da haben wir es. Super, perfekt. Siehst du, das springt hier nicht um, also irgendwie komisch. Muss ich nochmal telefonieren mit denen. Ja, erstmal sehen wir, dass die Aktie nicht davon profitieren konnte, von dieser Rallye, die wir gesehen haben hier von Weihnachten. Die Aktie ist zwar hier auch ein bisschen nach oben gelaufen, läuft aber jetzt schon im Prinzip seit Anfang März bergab, hat hier auch neue Tiefs gemacht. Das heißt, langfristig gesehen ist es natürlich erstmal ein Abwärtstrend. Ich zeichne den jetzt erstmal so ganz grob hier ein. Hier herunter, hier herauf und nochmal hier herunter. So, und jetzt, wenn wir uns das letzte Stück anschauen, sehen wir natürlich auch, dass sich hier dieser Trend hier auch nach unten, dann das ist dann der mittlere Trend, den wir hier sehen, dann gebildet hat. So. Und hier nochmal ein neues Tief. Die Frage ist, ist das eine Bodenbildung? Ist im Moment noch schwer zu sagen. Wir sehen, dass wir jetzt hier zwei Tiefs hier ungefähr bei der Höhe auf 68 haben. Hier nochmal knapp drüber. Also es ist halt immer so, wenn man spekulativ agiert, kann man natürlich sagen, okay, wir haben hier mal so eine Seitwärtsbox, die eben häufig als Bodenbildung genutzt werden kann. Wenn man eher spekulativ unterwegs ist und sagt, okay, wenn der Markt hier rausbricht, dann haben wir hier eine Chance, dass es hier eine Rally gibt und dass ein neuer Aufwärtsimpuls wird, der dann hier entsteht. Das wage ich noch nicht zu sagen, weil dieser Abwärtstrend ist halt schon massiv gewesen. Wie gesagt, es kann sein, dass hier sich ein neuer Trend etabliert. Ich bin kein jemand, der sehr gerne und so früh in Aktien einsteigt. Also ich werde im Regelfall bei solchen, ich gehe jetzt nochmal wieder auf das große Bild, ich werde also im Regelfall nie hier oben aussteigen und hier short kommen. Und ich werde auch im Regelfall nie hier unten den Long erwischen. Das liegt einfach in der Natur der Technik, also der Dow-Theorie oder der Markttechnik, dass man eben Trendfolge handelt. Das heißt, man bekommt irgendwie nie das absolute Hoch. Das heißt, man wird hier oben irgendwann ausgestoppt. So, das ist auch okay, aber ich würde halt hier im Regelfall nicht auf Short wechseln, weil es einfach zu viele Verlusttrades mit sich bringt. Genauso wie hier unten, wenn ich hier zu früh auf die Long-Seite wechsle, das ist ja dieses typische Bodenbilden, Bildungstrading, was der Mike hier anspricht. Das ist mir einfach zu gefährlich. Dafür habe ich einfach prozentual gesehen nicht so eine hohe Trefferquote. Vorteil ist natürlich, wenn man den Boden erwischt, ganz klar, dann profitiert man natürlich massiv davon, bekommt eine richtige Bewegung. Was für mich ein Grund wäre, beispielsweise sowas zu machen, ist, wenn jetzt plötzlich eine Nachricht kommt zur Wacker Chemie. Zum Beispiel, die Zahlen sind weiterhin schlecht. Es gibt ein Gap nach oben. Das heißt, der Markt ist davon ausgegangen, dass die Zahlen noch schlechter sind und dann könnte eine schnelle und starke Rallye entstehen. Das wäre so ein Szenario, aber ansonsten bin ich hier an solchen Stellen immer sehr vorsichtig. Aber das ist auch nur meine Sicht der Dinge, weil ich eben über die letzten 10 Jahre einfach immer eher trendfolgend handel. Das heißt, ich warte wirklich erst, bis ein sauberer Trend da ist und dann möchte ich Long oder Short hier agieren. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Volker schreibt, Commerzbank auf Stundenchart stornt, mit großer Kerze ausgestoppt. Wie macht ihr das oder wie mache ich da weiter? Die große Bewegung ist an mir vorbeigegangen. Ja, können hier gerne nochmal in die Commerzbank-Aktie gehen. Ich habe dazu auch heute im Screening-Dienst schon mal einen Beitrag auch gemacht. So, das sieht man nämlich schon, dass wir hier, zack,
auch schon ein paar Striche haben. Also man sieht ja ganz gut, die Commerzbank-Aktie, ich mache mal den Chart hier auch ein bisschen größer, auch hier ein langer Trend von der 13,50 hier runter auf die 5,50. Ich meine, das ist natürlich echt massiv. Das muss man sich mal vorstellen, was das hier für ein Verfall ist in einer Aktie, wenn man sich das anschaut, hier runter 60% Verlust in so einer Aktie und das im Prinzip innerhalb eines Jahres. Das ist schon echt heavy und das ist ja gar nicht mal ein Langfristchart, sondern das ist ja wirklich jetzt so, was da passiert ist. Dann hier diese Rally, wo viele gedacht haben, ja, das ist jetzt wieder vollkommen auf Long und das ist das, was ich vorhin auch schon zu Mike sagte, zu dem Post bei Wacker. Ich bekomme diese Rallys hier im Regelfall nur immer dann mit, wenn ich News Trading mache. Ansonsten sieht man hier, wo der Pfeil ist. Da haben wir uns auf Short eingestellt. Das heißt, die Anzeichen waren dafür da, dass der Markt hier schwach geht. Was ich dann sehen möchte, ist halt, dass hier ein neuer Trend entsteht. Das haben wir dann ja auch gesehen. Der Markt ist hier heruntergekommen. Ich handle auch ungern diese Durchbrüche. Auch das habe ich schon in vielen Videos erklärt. Wichtig ist für mich dann eigentlich, dass man mit einem engen Stop hier sehr gut handeln kann. So, und dafür gehe ich jetzt einfach nochmal in den Stundenchart und deswegen mal schauen, was denn der Volker hier meint, wo diese lange Kerze war, wo man eventuell ausgestoppt werden will. Du bist wahrscheinlich hier, meinst du, Volker, wo du dann ausgestoppt worden bist mit dem Short. Ja, das kann passieren. Wenn man hier beispielsweise Short heruntergehandelt hat, nehmen wir mal vielleicht erst diesen Bereich hier. Wenn man jetzt hier Short gehandelt hat, also gesagt hat, okay, ich nehme hier diese Abwärtsbewegung und man ist hier vielleicht tatsächlich hier unter dem Tief Short gegangen. So, zack, hier runter, hier rauf, hier hoch, dann hier herunter. So, und dann wird man im Prinzip hier herausgeholt an dieser Stelle schon. So, dann ist man vielleicht hier nochmal Short gegangen und dann wird man hier halt an der Stelle rausgeholt. So, dann ist man auch schon sehr früh Short gewesen. Man hat hier, ich sag mal, mehr oder weniger einen Break-Even-Trade gehabt, vielleicht auch einen hier nochmal einen Trade gemacht, wo man vielleicht einen kleinen Gewinn oder kleinen Verlust hatte. Das ist aber, wenn man sich den Tageschart anschaut, schon relativ früh der Einstieg. Der viel spannendere Einstieg ist eigentlich der, der nach dieser Bewegung gekommen ist. Und wie gesagt, ich habe da ja heute auch schon einen Beitrag zu gemacht im Screening-Dienst. Markt schiebt hoch und läuft jetzt hier im Prinzip wieder herunter. Das heißt, hier kommt der neue Trend, der eben total spannend für uns ist. Dieses typische 1, 2, 3, von dem wir vorher noch schon gesprochen haben. Markt bricht hier nach unten durch. Ist, wenn man sich das anschaut, der Stop schon relativ groß, weil hier unten ist die 7,46, 7,82, das sind 36 Cent oder 5%, ist mir persönlich immer viel, viel, viel zu groß. Aber was wir dann sehen, ist eben das, was danach passiert. Hier kommt jetzt eine Korrektur. Und jetzt wird der Stop plötzlich klein, das kann man ja hier ganz gut sehen. Je nachdem, ob man den großen Stop nimmt, dann hat man 2,5% etwa oder wenn man Trend im Trend handelt, hier eben 1,5, 1,6%. Und was dann entstanden ist, ist eben das, was wir eben gerne handeln wollen. Es ging hier kontinuierlich bergab. Hier die nächste Korrektur, man konnte den Stop endlich nachziehen. Dann kommt hier die nächste Korrektur, es gibt ein neues Tief, Stop konnte man nachziehen, Stop kann man nachziehen, Korrektur, man konnte wieder den Stop nachziehen, wieder, wieder, wieder. So, und das ist jetzt da, wo wir jetzt sind. Und das ist der Trade, der eben sehr einfach war. Und dann ist man jetzt halt hier roundabout 13-14% vorne. Also so gehe ich halt vor, Volker. Aktie wird interessant. Ich schaue, kommt die im Tageschart dieses 1-2-3 zustande und dann mit der Korrektur dann versuchen, in solche Trades hineinzugehen. Und dann ist es auch unabhängig davon, ob man jetzt hier diesen ersten Trade kriegt oder vielleicht erst den nächsten Trade. Aber das ist so mein Vorgehen. Das heißt, ich suche Aktien, die schwach sind, wo es im Idealfall noch eine News zu gibt und die handle ich dann einfach so lange, bis ich halt herausgeholt werde. Und jetzt im Moment ist die Aktie ja noch offen. Von daher schauen wir einfach, wie weit uns das Ganze jetzt trägt. Okay, dann haben wir noch, guck mal gerade hier, Nvidia. Genau, zwei Aktien haben wir noch. Ja, genau, dann gehen wir die beiden noch gerade durch. So. So. Natürlich jetzt den Tageschart und da sehen wir dann auch schon, Aktie ist auch hier sehr schön nach oben gelaufen und jetzt am Ende da wieder hier
immer das gleiche Spiel, 200-Tage-Linie, ich weiß, dass ich mich da wiederhole, aber das sind diese Sachen, die halt immer wieder funktionieren und deswegen liebe ich die auch entsprechend eben immer wieder zu traden. Ich nehme nicht diese Bewegung nach oben mit, weil die interessiert mich nicht, mich interessiert diese Bewegung, die danach kommt, weil man eben perfekt von hier aus weg handeln kann und man sieht das ja auch hier, was hier entstanden ist, hier diese typische Bewegung, 200er EMA, Rücklauf nochmal und dann hier mehr oder weniger in einer Rutsche von der 172 auf die 132, 133 runter. Das heißt, hier ganz klarer Short. Ich würde jetzt hier unten auch nicht mehr Short gehen. Das wäre mir viel, viel, viel zu gefährlich. Warum? Wir haben hier unten den Unterstützungsbereich. Kann man hier ganz gut nehmen, wenn man die Tiefs miteinander verbindet. So um die 125, 130. Das heißt, das Spannende ist hier eigentlich jetzt für mich, Aktie macht die Gegenbewegung und wenn sie dann wieder nach unten wegzieht, dann komme ich hier vielleicht 10% höher in einen neuen Short hinein. So, und dann haben wir, glaube ich, noch SLM Solution. So, wenn ich die richtigen Aktien habe, dann müsste das AM3D sein. AM3D? Mhm. Okay, das sieht gut aus. So, und hier im Prinzip dasselbe Spiel wie bei vielen Aktien, die wir uns auf der Short-Seite angeschaut haben. Die Aktie ist halt in einem sauberen Trend nach unten gewesen. Die ganze Zeit hat sich hier nicht nach oben entwickeln können nach Weihnachten, sondern ist hier nach unten gefallen. Hat dann hier so ein Gap gehabt nach Nachrichten, ist extrem hochgelaufen. Dann jetzt hier über 2 Monate lang in eine Korrektur gegangen. Möchte ich die Aktie anfassen? Ihr könnt es selber raten. Nein, ich möchte die Aktie nicht anfassen. Das heißt nicht, dass die Aktie hier nicht relativ gut hier noch Richtung 13,50 steigen kann. Aber in dem derzeitigen Marktumfeld bin ich halt eher neutral positioniert und die Aktie ist halt, hat hier noch keinen neuen Trend nach oben entwickelt. Also man muss sich halt das anschauen. Die Aktie so hier rauf, hier runter. Wir sehen also, es gibt noch keinen Trend nach oben. Und bis dann tue ich mich halt sehr schwer, es sei denn, ich habe jetzt irgendeine Nachricht, die mir jetzt sagt, ja, ich muss da jetzt unbedingt rein, weil ich glaube, dass es hier jetzt wirklich schnell nach oben geht. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass die Aktie nicht weiter steigt, das ist ja auch, was ich ja vorhin bei Nvidia gezeigt habe. Mich interessiert weniger diese Bewegung hier nach oben, mich interessiert immer viel mehr diese Bewegung in die Haupttrendrichtung wieder nach unten und auf die warte ich. Und dann nehme ich einfach Stück für Stück die Titel, so wie wir sie vorhin auch durchgegangen sind, die das eben dieses Bild haben. Okay. Ich glaube, ja, dann haben wir es. Zeitlich hat es auch wieder gepasst. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, wieder eure Watchlist-Kandidaten mit anzuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Marktgefühl bekommen für das, was uns im Moment so erwartet. Wir hier sehen auf Facebook ist nichts weiter passiert. Die sind immer noch bei -7%. Da passiert im Moment auch nicht viel. Das ist auch eine starke Bewegung. Ich denke, der Markt wird jetzt auch erstmal schauen, was hier passiert. Nächster großer Marktausblick ist dann wieder Anfang Juli, bevor es dann in die Sommerpause geht, weil ich auch im Sommer immer 8 Wochen dann eher mich rausnehme. Aber Anfang Juli wird es nochmal stattfinden. Ich glaube, es wird nicht am Montag im Juli klappen, weil ich dann unterwegs bin. Aber das kläre ich dann noch mit dir ab, Nelson, oder mit Andreas. Das müssen wir wahrscheinlich verschieben, weil ich zu der Zeit in der Schweiz bin. Okay, super. Aber erstmal vielen Dank für das heutige Webinar, Mario. Und vielen Dank natürlich auch an die Teilnehmer. Natürlich auch für die Fragestellung und hier das aktive Mitmachen. Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Und bis dahin wünsche ich Ihnen und natürlich dir auch, Mario, noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss.